Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur dritten Runde Mario Kart. Diesmal geht es auf die Switch und wer diesmal gewinnen wird, das verrate ich euch nach diesem Bumper. Die Antwort ist Esther. Esther wird diesmal gewinnen. Das Orakel hat gesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz knapp hinter Sarah eigentlich nur, die ja gewonnen hat, also die jetzt Switch gewonnen werden hat. Also richtig gut gefahren werden sein, auch wird. Ja, haben gemacht, fertig. Und ich bin auch dabei, herzlich willkommen. Es steht einiges auf dem Spiel tatsächlich in der letzten Runde. Ihr habt sie hoffentlich nicht gesehen, weil sie ja gelöscht wurde. Dafür habe ich mich eingesetzt. Deswegen konnten die Ergebnisse leider, die sind einfach außer Wertung gefallen, so ein Ärger. Deswegen ist noch alles drin. Wir schauen einmal ganz kurz auf die Gesamtwertung nach zwei Kategorien. Wir haben nämlich in der letzten Folge ja auf dem N64 gespielt und davor auf dem GameCube. Und nach Zusammenzählen aller Punkte sehen wir auf dem letzten Platz mich mit einem Punkt. Auf Platz, ich kann deine Klaue nicht lesen, wird auf Platz 3 mit 3 Punkten. Genau. Und Platz 1. Esther und Sarah sind punktgleich auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Aber alles kann sich ändern. Ja. Alles kann sich ändern und wir gehen direkt ins Spiel rein. Wir haben nicht so viel Zeit, denn die Strecken sind lang und Nils möchte anscheinend auch nicht darüber reden, dass er und Wirt eine gemeinsame Mario Kart-Runde haben auf Twitch. Oh, jetzt machst du diese Nummer. Die Führende macht jetzt Understatement. Aber ja, das stimmt. Wirt und ich spielen regelmäßig tatsächlich Mario Kart auf der Switch. Aber das ist uns ja auch bis zum Verhängnis geworden, weil unser Muskelgedächtnis einfach andere Dinge abgespeichert hatte. Ja, definitiv. Wir machen das folgendermaßen, dass wir mit Gegnern spielen. Wir spielen 150 Kubik und jeder darf sich eine Strecke wieder Reihe um aussuchen. Kriegen wir diesmal Baby Park wieder? Ja, selbstverständlich kriegen wir Baby Park. Ja, weil wir werden es natürlich wieder so machen. Wir gehen nach der Reihenfolge von den Plätzen, wer dann welche Map dann auswählen darf. Hier bei Mario Kart 8 Deluxe kann ja jeder alle Charaktere doppelt spielen. Wir können auch zum sagen alle vier spielen. Yoshi und so weiter. Deswegen haben wir da diese Pick-and-Bun-Phase mit den Charakteren zum Beispiel nicht diesmal. Esther sucht sich noch einen schönen Fallschirm. Das ist wichtig. Kein Plan, was ich fahre alles auf Standard nicht, was ich da gerade tue. Let's go. Es wird nicht dazu dauern, dass wir nach einer Runde schon nicht mehr das machen, was der andere sagt. Wer darf denn anfangen? Ja, du. Ich? Du hast mich schon Babypark eingeschickt. Ich nehme aber zu deiner großen Überraschung. Ich darf nicht auswählen. Ich mach das. Geh mal bitte, mach mal Flughafen bitte. Oh, Flughafen finde ich eine schöne Map. Ja. No. Sonnenflughafen. Mhm. Ready? Okay, let's go. No. Ei. Merci. Ihr kennt die jetzt natürlich auch alle, das ne? Stimmt. Ja, das stimmt. Wir nehmen nachher noch die DLC-Maps. Ja, ganz genau. Nein, auf gar keinen Fall. Das stimmt, ja. Auf gar Ninja keinen Dojo? Fall. Was ist das? Da soll ich mich zurechtfinden. Es kann. Ach, die Strecke siehst du hier zumindest. Ist nicht Mario Kart. Ja, halt, ja, das es liegen keine random Bomben. Wieso bin ich letzter? Ich bin letzter. Ich bin letzter. Echt? Ich bin. Und guck dir das mal an, ich habe den Start nicht hinbekommen. Diese doppelte Charakterwahl hat natürlich schon dazu geführt, dass Wirt sich mir angeschlossen hat und auch Rosalina spielt, aber natürlich nicht auf einem Motorrad, wie es sich gehört, sondern auf einem Kart. Mein Wickler ist nicht dabei. Das ist halt nicht meine Switch, ne? Das ist die Firmen-Switch und auf der Firmen-Switch ist kein Wickler. Wie hat man den bekommen? Durch Freispielen? Ja, Freispielen. What the? Alter. Gib's doch zu, da ist bestimmt noch irgendwo so ein Wickler-Amigo rumliegen oder so. Oh, das wäre schön. Wickler-Amigo hätte ich gern. Freunde Marc Tövs, Marc Tövs hat ja alle. Ja, aber der macht die nicht auf, glaube ich. Nee, stimmt. Nicht für solche niederen Zwecke. Ach, so, blauer Panzer wäre natürlich nicht schlecht, ne? So, okay. Ich bin ohne blauen Panzer, ne? Muss man dazu sagen. Das ist eine Lüge, glaube ich. Du meinst, wenn man den kriegt, darf man den einfach nicht einsetzen? Warst du direkt neben mir? Alter, in dem Moment, wo ich die abschieße, ne? Und uns gegenseitig gerade? Natürlich. Ich komm. Ich krieg den Sprung gerade nicht hin. Ich komm gar nicht mit meinem Fahrzeug klar, Leute. Null. Versuch gerade eine Abkürzung nach der nächsten zu nehmen. Fail natürlich. Nils, viel Spaß. War es blau? Null. Perhaps. Bin ich da, bin ich da. Also das hier wird definitiv mein schlechtestes Spiel. Oh Mann, ey. Was du bist aber auch echt. War aber nicht kein meine. Wahrer Freund. War nicht meiner. Da sehe ich ja, auch schon Alter. Das geht gar nicht.
Alter, was ist denn mein Knopf klemmte? Oh. Da werden direkt in der ersten Runde schon alle Sachen gezogen. Ja, kannst du dir das Replay angucken, dann wirst du sehen, dass der Knopf geklemmt hat. Ja. Ich nicht lüge. Ey, nee. Nils lügt doch nie. Alter. Oh, muss das sein? Warum kann man in diesem Scheißspiel verschiedene Reifen auswählen? Was ist das für ein Kack? Willkommen in der Zukunft. Das ist ja mega scheiße, wenn du keine Ahnung davon hast. Ich habe gerade gar keinen Plan, was das hier ist. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Komm, 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 nein! Nein! Oh, Motorsäge! Oh, nee! Also, sorry. Das also, war aber hochverdient. Nein, war's nicht. Also, dieses Rennen gebe ich. Für beide, das ist ich bin blind war. Gefahren, ich hatte Matschekacke drauf. Du hast auch Matschekacke drauf? Ja, wir alle. Alle, die vor der. Alle kriegen die Matschekacke? Matschekacke, Zünderin waren. Warst du das oder was? Ich war's. Du hast die Matschekacke, das wusste ich nicht. Alle kriegen das. Ja, alle kriegen die. Und was ist, welches Item ist nochmal die Matschekacke? Ist das der Tintenfisch? Der Tintenfisch. Alter, ich glaube, ich habe die noch nie gehabt in meinem. Du hast den bestimmt schon mal gehabt. Ich verwechsel den bestimmt mit dem Geist immer. Kann das sein? Ja, sieht ähnlich aus. Ich denke, die sehen sie sind beide weiß, aber der Tintenfisch sieht halt wie ein Tintenfisch aus. Das ändert alles. Du bist enttäuscht von dir. Ja. Wer war beim letzten Mal auf dem dritten Platz? Das war das Schlimmste, was ich jemals gespielt habe. Ich habe mal ein Rennen gewonnen. Ich kann jetzt hier nach Hause. Such einfach aus. Mach's einfach mal so. Wie geil ist das denn? Ja. So, das war's für mich. Mehr brauche ich nicht. Mehr wollte ich nicht für heute. Naja. Also ich werde definitiv nicht besser als der achte Platz. Wird trotzdem nicht mit knapp, dem Fahrzeug. Ne? Wir fahren. Tic-Tac-Trauma? Ja. Warum? Weil ich die auf dem DS sehr gemocht habe. Warum? Das war DS oder Wii? Ich glaube, das war DS. DS hatte ich auch. Auch. Die kenne ich schon länger. Oh, ich habe gerade sowas von dem wenigsten Spaß meines Lebens, den ich jemals bei Mario Kart hatte. Das hat die letzten Oh mein Gott, Alter. Das ist aber auch so richtige Offroad-Reifen, oder was ist das? Gott. Ja, ich habe keinen Plan, was man hier machen kann. Die lenkt sich, als ob ich einen Traktor fahren würde. Ey, nichts gegen Traktoren. Ich würde lieber mit einem Traktor fahren, als gerade mit Daisy. Ehrlich. Was ist da in deinem Auswahlprozess? Ich musste mich beeilen. Ich war mir das gerade am angucken und auf einmal wird gesagt, ich muss es jetzt machen. Ich sehe da nichts. Okay. Ja, es ist... Oh, falsch rum. Oh Gott. Wie kann man so fucking schwerfällig um die Kurven fahren? Das ist nicht das, was ich wollte. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen, das ist kein gutes Zeichen. Oh, Alter, auf den. Oh, es ist gemein, ey. Oh Gott. Selbst wenn die driftet. Boah, ey. Meine Augen sind so mega trocken. Das ist der Tintenfisch. Der ist aber durch Turbo Streifen auf dem Boden. Kannst du den zum Beispiel loswerden? Oder mit Pilz. Ja, voll gegen den Gang. Oh, komm. Hey, komm. Ja, sehr gut. Ich hab halt auch nix. Oh Gott. Ich sag ja, besser als der achte wird's nicht. Das nervt doch. Was reden jetzt? Alter, das nervt. Ehrlich. Das ist halt ein sehr gutes Mario Kart Spiel. Das ist ein gutes Mario Kart Spiel. Das stimmt. Ja, ganz tolles. Super geiles Mario Kart Spiel. Richtig gutes Mario Kart. Das beste Mario Kart Spiel, was es überhaupt nur geben kann. Das beste Spiel des. Das unterstützt Skill. Warum habe ich das getan? Ich da. Oh, Alter. Wenn du eine einfache Strecke willst, nimmst du Baby Park. Nee, es geht echt um das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Wenn ich nach links lenke, dann.
losgeht. Ich glaube, ich würde gerne Babypiste machen, aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich gerade machen kann. Das ist Nils Metamap, ne? Ja, aber das ist auch das Schlimmste, was ich gerade machen kann, einfach. Ja, mach ich. Wegen meinem Fahrzeug. Ja, ich komme nicht um die Kurven. Sie hat einen Wendekreis, der ist größer. Wirklich. Babypark. Ja. Was, wen fährst du denn eigentlich? Daisy, aber ich habe halt scheiß Reifen gewählt. Du hast die großen genommen, oder wie? Ja. Die fahren wir nicht so oft, oder? Nee, die fahren wir nicht. Die nimmt immer keiner. Oh, stimmt, du hast wirklich große Reifen genommen. Ja. Das sind zweimal meine Reifen. Boah, die sind auch furchtbar, nehmt sie nicht. Egal, was ihr macht. Oh, Rosalina. Ich hab das nicht. Ich bin ja auch selber schuld. Manchmal. Was passiert hier eigentlich? Alter. Oh Gott, wieso nicht den Erstplatzierten? Wieso denn nicht? Oh, was ist das für eine Strecke? Das ist Mario-Piste, aber halt. Advanced. Warum fährst du nicht um die Kurven? Warum gibt es diese Reifen? Ach, ich hab so Schmerzen. Ja, hinten voll nach hinten werfen. Oh Mann, ich hab schon 4 rote Panzer. Oder? Nee, da ist der 4. Alter, ich hab original 4 rote Panzer. Das hat das Spiel auch eingesehen. Sehr nett. Hm. Oh, wenn ich einen Stern habe, lenkt sie sich so gut. Ja, das ist auch echt nervig dann. Also ich bin dafür, dass wir nach 4 für Esther nochmal neu anfangen. Ich richte mich da echt nach euch. Ansonsten tue ich mein Bestes. Vielleicht lerne ich ja auch dazu. Und irgendwann bin ich einfach richtig gut. Los, Rosalina, fahr! Blauer Panzer, ich hab euch auf dem Schirm. Und jetzt noch einen roten hinterher. Schön, das freut mich voll, dass ihr jetzt wieder beide überholt. Alter. Stop, bit, Nils! Alter, die Bombe war das! Die Bombe! Oh, war das mies! Oh, das war, oh Gott, war das knapp! Oh, war das eine miese Nummer! Ey, wenn die mich getroffen hätte und Nils durchgefahren wäre, ne? Oh Gott, ey! Dude. Oh! Wir können uns natürlich die Punktzahl jetzt merken. Ja, finde ich auch. Und danach radieren wir halt. Also. Ich fahre doch noch weiter sonst. So, wir merken uns jetzt einmal. Ich will ja auch nicht unfair sein. Nein, also. Das ist doch nicht unfair. Nee. Das ist, halt Pech, wenn du jetzt einmal, du musst ja nicht jetzt den Rest deines Lebens damit fahren. Okay. Das ist halt nur. Auch nicht. Ich weiß es nicht. Und der Stifter. Okay, Moment. Was sind wir hier im Go-Turnier sehend? Vorbildlicherweise eröffnen unsere 4 Mario Kartrahenten und Kartrahentinnen eine neue Runde, in der jeder und jede von ihnen die Gefährt plus Charakter Kombi wählen kann, welche für sie funktioniert. Besonders wichtig, Esther wechselt zu Yoshi. Die bisher erfahrenen Punkte zählen aber dennoch. Trotzdem, Matt Fairness Props. Und jetzt geht es weiter, Wirt wählt die Strecke. Ja, jetzt darf ich auswählen. Nicht 9 Maps, komm. Automaten. Schon wieder! Meine Heimat das ist die Autobahn. Das hatten wir bei der N64 auch schon. Ja, aber die war scheiße. Ja. War ich fand sie sehr gut. War früher meine Lieblingsmap tatsächlich. Was jetzt natürlich wieder nervig ist, dass man weiter hinten startet wieder so, ne? Hm, ach so. Ja. Oh, das tut mir so leid, Leute. Ja, sogar Letzte. Ich bin Letzte. Hm? Ich weiß ich nicht. Ich bin okay, hinter, ich bin, du bist vor mir! Ja, jetzt schon. Ja, du warst vorhin auch. Gewöhn dich dran. Na klar. Ja, es stört mich überhaupt nicht. Oh.
Warum fahre ich in diese Banane rein? Jesus Christ. Alter, ich wollte... Oh, wenn man sich nicht entscheiden kann, ne? Dann kommt sowas bei raus. Das reicht mir nicht. Boah, war das knapp. Alter. Was ist das? Boah, der geht doch nicht auf mich, hoffe ich. Das war dumm. Kriegt immer einen ab. Alter, warum? Meine Fresse, kriegt ihr auch die ganze Zeit rote ab? Nee. Geht gerade. Wollte mich noch wehren. Schade. Oh Mann. Puh! Ich darf meinen Pilz nicht einsetzen, das ist ja so lächerlich. Ich darf meinen Pilz nicht einsetzen, weil die Pflanze das blockiert. Oh nein. Oh, das war mega dumm. Wer ist jetzt blau? Ich. Ja. So, jetzt. Die ist eigentlich auch ganz geil, Kumu. Ja. Die hatten wir gerade auch schon. Auf dem N64, die schlechte Version. Na, jetzt aber mittlerweile mit Kühn auch. Oh, jetzt ja, Babypark. Einfach nur aus Hass. Nein, einfach. Ja, das ist einfach cool. Die GameCube-Version, die war auch Dreck. Ja. Ah, ja, stimmt. Oh. Ah, let's go. Das war fast ein Fehlstart. Ach so. So läuft das, immer im Kreis. Nee, ich hab den Babypark von der GameCube mit dem hier vertauscht. Okay. Ich dachte, ich wäre den hier schon mal gefahren, aber bin ich gar nicht. Ah. Boah, die sind, man überrundet ja diese Computergegner so, dass man selber irgendwann nicht mehr weiß, wen man eigentlich weghauen muss. So wie Nils zum Beispiel. Alle. Alter, das war, da war wieder, da musste ich einnehmen. Entweder ich fresse die Banane oder ich fahre in den Typ mit dem Dings rein. Alter, was ist das? Das ist einfach so gemein. Ich aber nichts sehe. Oh, das war zu spät. Das war eine blöde Kurve. Da war eine Banane. Nein, nicht so kurz vorm Ziel. Das ist nicht passiert gerade. Oh, nicht in der allerletzten Runde. Das ist doch nicht euer Ernst. Ey, das akzeptiere ich nicht. Ah, das war zu spät. Beste Strecke! EU! Also wirklich, ich habe in der letzten Runde auf dem Babypark einen blauen Panzer gekriegt. Das ist... Das ist Skill einfach so. Ja. Ich werd alt. Sarah. Aber es ist so geil, mit, man weiß halt wirklich überhaupt gar nichts mehr. Ne? Man sieht nur noch Autos. Ja, ja, ist wirklich so. Items und Autos, man versucht einfach nur zu überleben. Mhm. Da habe ich Bock drauf. Warum? Wolkenstraße. Wir warum? Haben so entgegengesetzte Geschmäcker, was Rennstrecken so. Angeht. Die spielen wir auch wirklich selten. Ja, ich nehme das, was ihr vielleicht nicht ständig übt als und ob, was ich noch gut kenne. Als ob du jede Woche in unsere Streams reinschaust. Nein, aber ich war ein, zwei Mal dabei, okay? Okay. Da habe ich wirklich keinen Plan mehr, was ich hier machen will. Das ist doch gut für mich. Außerdem geht's hier drum, der Beste. Oh nein! Mann, ey, ich bin doch krass, Mann, ich wollte gerade Rosaline abschießen. Und ja, Alter, wie ich einfach nur kassiere hier in diesem Spiel. Ist das immer so?
Ey, wodurch? Ey, ey, was Leute. Du Rift. Rift, Baby. Nämlich DK. Ich doch auch. Donkey Kong. Die fahren wir echt nicht oft, ne? Hier? Nee. Gar keine richtigen Erinnerungen mehr an diese Map. Och, ich hatte doch einen. Er kam nur zu spät. Oh, Scheiße. Oh, oh Gott. Panzer. Oh nein, das ist dumm. Oh Gott, ich... Alter. Okay. Ihr habt's nicht gesehen, aber... Alter, war das gerade krass. What? Ich wurde vom Blitz... Oh, nein! Ich wurde von einem anderen Blitz getroffen. Ja, naja. In der Luft vom Blitz getroffen. Das ist perfekt. Warum hat dich der blaue Panzer nicht getroffen? Der blaue Panzer hat mich getroffen, in der Luft. Oh, da kommt der Luigi. Dann bin ich beruhigt. Sagen wir es mal so. Oh, warum habe ich zwei geschafft? Alter. Ach, schade. War ein guter Snipe, oder? Ja, aber ist richtig gut. Ach, shit, da hätte ich abkürzen können, hab's aber nicht. Oh, danke, nichts. Das Banane entfernen. Ah, alles für dich. Ah, das war dumm, fahr. Alter, den habe ich gerade original vergeudet. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Komm da. Nein, ist das. Oh, ist das fies. Nein, okay, das war's. In dem. Oh, ist das ist schon wieder ein blauer Panzer vor. Was? Oh. Alter. Hast du Glück gehabt? Oh, war das. Hast du Glück gehabt, ey. Oh. Puh, fahren eigentlich Computer mit? Gute Frage. Ja, weil ich war eben Fünfte. Ja. Ah, okay. Das sind einfach zu krass. Das weiß ich, hab ich gar nicht mehr gecheckt. Aber oh Gott. Das sind einfach zu krass. Wie viele fahren wir noch? Zwei? Mhm. Zum Glück. Nur noch eine? Oder eine? Nee, zwei. Zwei noch. Ich glaube auch noch mal aus. Ja. Ach, ja. Ich möchte nicht mehr. Aber du bist in Führung. Die sind, glaube ich, echt deutlich besser als die Computer, kann das sein? Ja, aber... Einiges. Hm. Ich glaube, ich kenne auch nichts mehr. Guck mal. Okay, ich nehme jetzt einfach irgendwas. Ich glaube, so im ganz, ganz kleinen Ansatz fühlt sich Beef an. Du suchst vielleicht eine Wii-Map, ne? Eigentlich ist es mir egal. Ich kenne die halt nur alle nicht. Deswegen. Frag mich, ich sag dir was. Baby Park? Marius Goldmine ist gut. Animal Crossing. Ich nehme die Wüste. Oh, die Wüste ist auch nicht schlecht. Let's go. Keith. Cleopatra. Wie wir unterschiedliche Taktiken haben. Das ist einfach schrecklich. Ja. Beim Start. Ah, fuck. Warum? Du bist in meine Banane gefahren. Bin nicht. Ja, ich bin im. Aber ich hatte einen Panzer. Toll. Was? Einmal Dritte und schon bin ich Sechste. Wieso bin ich voll dumm? Das war richtig dumm. Warum mache ich sowas? Was ist das für eine Stress? Das war so dumm. Och, Mann, oh, Nils. Ich bin es doch gar nicht gewesen, dass Nils uns überholt hat. Ich hab. Oh, Mann, oh, Nils gesagt. Ja. Ich bin immer sehr angesprochen, wenn man Nils sagt. Meine Eltern wollten mich Nils nennen. Schade. Ja, meine wollten mich Wirt nennen. Wow. Das ist ein schöner Name. Ja, absolut. Oh Gott, da bin ich einmal schnell und dann kriege ich direkt einen roten Panzer. Oh. Ja.
bin so traurig. Treffer. Fuck. Ah, das ist doch unfassbar an der Seite! Wirklich nett. Ah! Ja. Warum? Ich wollte ihn nach hinten legen. Warum wird mir das nicht gestattet? Findet so nicht statt. Geh weg. Na, wenn man zu schnell ist, ist auch nicht gut, ne? Mhm. Oh shit. Ja, das war mega dumm. Yes! Oh! Nein! What the fuck? Ich weiß hier immer noch nicht bei diesem Unterwasser-Ding, was wirklich am schlauesten ist, ehrlich gesagt. Oh Gott. Bleibt mir alle vor. Ah, so knapp. Also es ist fast so, als würden wir ohne KI fahren. Nur ab und zu kommt ein Halt echt, oder? Oder boah, Panzer mal zu viel oder sowas, ne? Ist es jetzt das Letzte? Jetzt kommt die letzte Strecke. Wer ist blau? Du? Ich. So. Aber ich kann gerade auch... Oh, wir jetzt! Na los. Ey, komm! Oh, das dauert bestimmt wieder 18 Minuten. Das ist aber die kurze Rainbow-Strecke. Das ist die Super Nintendo-Rainbow-Strecke. Toll. Das ist die gute Rainbow-Strecke. Mhm. Ja. Das heißt, ich muss aber warten, bis alle durchfahren, damit das Rennen endet, weil ich niemals im Ziel ankommen werde. Ach, was? Ja, so schlimm ist es nicht. You can do it. Ja, ich krieg den Start hier nicht hin. Ich weiß nicht warum. Oh. Oh mein Gott. Ha, das war dumm. Oh Gott. Wenn man zu schnell ist, ist es echt. Ja, es ist wirklich nicht gut. Hier gibt es auch Rampen, die dich boosten, die dich dann so ins Nichts. Alter, und weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn Leute, die hinter dir kommen, die Anschwung geben. Ja. Dich wegboxen. Ja. Shit, zu spät. Achte aber auch nix. Oh, komm schon, Gott, ey. Der Blitz kommt viel zu oft. Ja. Ja. Oh, oh. Ja, natürlich. Ja, und jetzt. Ach, schade, Mann, ich dachte, ihr kriegt den noch mit ab. Jetzt hat er noch bekommen. Ich hoffe. Ja, nicht wirklich. Ich hab. Na klar, fahre ich jetzt in den blöden. Freund rein, den Steinfreund. Oh, Bumerang, nee, jetzt. Vergessen, wie er heißt. Oh Gott. Der Wump? Der Wump, ja. Alter, Nils. Ehrenlos, wirft Bumerang nach hinten. Was hab ich hier? Drück einmal drauf, dann hast du alle. Oh Mann! Oft soll der Blitz noch kommen. Ey, okay, was? Wo steck ich denn? Oh, ist leider gerade ein bisschen dumm. Oh, scheiße. Das lief richtig madig. Nein, jetzt kommt Blau, oder was? Ich weiß aber nicht. Oh, es ist mies. Es ist einfach... Ich habe mich für die falsche Seite entschieden. Nein, ey, das ist so ein... Oh Gott, ist das... Na, Alter. Nein! Ja! Ey, das ist... Das ist nicht dein Scheißernst! Ja, Mann! Ey, ich wurde noch nie so gedisst. Oh, es ist mies. Blauer Panzer, roter Panzer. Oh, es ist ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wichtig war, ob ich den zweiten noch. Ja, ich weiß es nicht. Keine nicht. Ahnung. Du bist gleich. Okay. Ich glaube, lass mal das laufen. Darf ich mal was sehen? Nils. Ja, das hat den auch schon. Es war so klar, diese Aktion. Hat's wirklich gereicht? Ja, das hat exakt den Platz nochmal. Oh Gott, Wirt! Sarah. Kommt dieser. Oh Gott im Himmel, regt mich das auf. Kind. Ist das mies, ey. Okay, wir haben's. Also,
insgesamt die Wertung jetzt in Mario Kart 8 Deluxe haben auf dem vierten Platz Esther 65 Punkte gesammelt. In den ersten drei Rennen 23 Punkte, in den letzten sechs Rennen dann nochmal 42 dazugeholt. Auf dem dritten Platz Nils, in den ersten drei Rennen 40 Punkte geholt. Du hast ja eigentlich die ersten zwei Rennen sogar gewonnen, ne? Ja. Dann, dann, letzten dann hat Esther ihre Reifen gewechselt. Sorry. Boxenstopp. Dann nochmal 54 Punkte dazu gemacht. Insgesamt 94 Punkte. Ich habe in den ersten drei Rennen 37 Punkte gemacht. Danach 59, 96 Punkte habe ich insgesamt. Boah, das und Sarah hat ja, 34 und jetzt nochmal 67 gemacht und liegt bei 101 Punkt und ist damit die Siegerin in Mario Kart 8 Deluxe. Und das heißt, ich bekomme jetzt eine Mario Kart-Runde? Du bekommst jetzt nochmal drei Runden. Oh yeah. Und die Gesamtwertung sieht folgendermaßen aus. Nils hat jetzt einen Punkt gemacht. Stark, Mann! Platz, hat insgesamt zwei Punkte. Esther hat diesmal den vierten Platz gemacht, dementsprechend null Punkte gemacht und liegt auf dem dritten Platz mit vier Punkten. Ich habe hier den zweiten Platz belegt, nochmal zwei Punkte gut gemacht, plus drei vom letzten Mal, ergibt fünf. Und Sarah baut ihre Führung aus mit drei weiteren Punkten und ist auf Platz 1 mit sieben Punkten. So ein Scheiß. Ja, und da ich ja moderieren muss, verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank. Das war Runde 3 Mario Kart auf der Switch. Ja, aber dann darf die Esther das nächste Mal moderieren. Ja. Das ist doch schön. Dann haben wir alle mal. Toll. Das wird super. Bis dann. Bis noch wiedersehen. Gut, Drive.